Die EU kann auch als politisches System erklärt bzw. verstanden werden. Politisch ist die Europäische Union bzw. die europäische Integration, weil es darum geht, das bedeutet das Wort Politik, die Gesellschaft zu ordnen, zu gestalten. Und das Wort System weist darauf hin, dass es verschiedene Institutionen, verschiedene Player, verschiedene Gruppierungen, Interessengemeinschaften, aber auch die Bürgerinnen und Bürger gibt, zwischen denen Wechselbeziehungen, Interdependenzen bestehen und zwischen denen die politischen Prozesse ablaufen. Die Prozesse des Interessensausgleichs, der Mehrheitsfindung, auch des Machtkampfs mit der Schaffung von Recht, von Gesetzen. Auf europäischer Ebene sind das vor allem Verträge, Richtlinien, Verordnungen und der Anwendung dieser Rechtsnormen, aber auch die Prozesse des demokratischen Diskurses, der politischen Kommunikation, der demokratischen Partizipation der Bürgerinnen und Bürger. Eine Besonderheit des politischen Systems der EU ist, dass sie für den Bürger, für die Bürgerin weit weg ist. Damit ist nicht gemeint, dass das in Brüssel, in Straßburg oder in Luxemburg ist, sondern es ist vertikal gedacht. Die Gemeinde als politisches System ist den Bürgerinnen und Bürgern alltäglich. Da kann man sich viel besser vorstellen, was die Probleme sind, wer die Entscheidungen trifft. Man kann sich auch leichter vorstellen, wie schwierig es ist, dass man Entscheidungen trifft, die allen passen. Man denke etwa, wenn in einer Gemeinde Parkplätze geopfert werden sollen, um eine neue Straße zu errichten. Oder wenn es um die Kosten des öffentlichen Verkehrs, der Straßenbahn geht. Das ist den Bürgerinnen und Bürgern sehr nahe. Das politische System der Länder ist gegenüber den Gemeinden schon weiter weg. Das auf Bundesebene ist noch weiter entfernt. Allerdings gibt es hier den Vorteil, dass es in den Medien, im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen, aber heute auch im Internet, dass die Bundesthemen am häufigsten vorkommen. Steuerreform, Bildungsreform oder etwa das Rauchverbot. Das ist sehr präsent in den Medien. Und das politische System der EU ist nun am weitesten entfernt, aber es hat auch den Nachteil, dass es in den Medien sehr, sehr selten vorkommt. Und wenn, dann meistens nur negativ und kritisch, wie etwa in der Euro-Krise oder in der Griechenland-Krise oder auch in der Asylkrise, wie wir das immer wieder erleben. Und es ist auch eine äußerst beliebte Vorgangsweise von nationalen Politikern, dass sie, wenn sie wieder zu Hause sind, die EU-Politik sehr negativ darstellen, obwohl sie vielleicht am Tag zuvor in Brüssel an den Entscheidungen mitgewirkt haben und in aller Regel auch zugestimmt haben. Ich glaube nicht, dass es ein Problem der Österreicher ist, sondern ich glaube, es ist ein Problem zum Beispiel der österreichischen Politik, nicht nur der österreichischen Politik, es gibt es auch in anderen Ländern, dass sozusagen die Europäische Union als Ausrede verwendet wird, um unangenehme Botschaften zu platzieren. Man sagt, das war Brüssel, man sagt, das war die Kommission. Oft war es aber nicht die Kommission, oft war es nicht Brüssel, sondern der österreichische Minister, der dort gesessen ist und mitgestimmt hat. Ja. Also man versucht da sozusagen sich ein bisschen abzuputzen immer, und das macht man halt gerne auf Kosten von Brüssel. Das, was die Bundesländer zum Teil, die Landeshauptleute gerne mit Wien veranstalten, die Tiroler, die Vorarlberger, die Steirer machen halt dann sozusagen österreichische Bundeskanzler immer ganz gerne mit oder Minister mit Brüssel, und das ist ein Riesenproblem, weil das Bild verfestigt sich dann in den Köpfen der Menschen. Ich glaube, die Medien müssen informieren, und das ist eine Aufklärungspflicht, die wir haben. Ein Teil der österreichischen Medien, um das ganz klar zu sagen, macht das nicht oder macht das in eine Richtung, die eindeutig negativ ist. Es ist nicht alles positiv, was in Brüssel passiert, aber es ist ein Teil davon, sind wir Österreicher, wir bestimmen in Brüssel mit, wir sitzen am Tisch. Und Aufgabe von uns Medien ist es, zu informieren. Und EU-Themen sind selten sexy, um das ganz klar und deutlich zu sagen. Das merken wir auch, also nur wenn Themen polarisieren, dann ist das Interesse groß, aber sozusagen an den normalen Themen, also was die EU auch Positives gebracht hat, wie eine extreme Verbilligung der Roaminggebühren, also jeder, der ein Handy hat, weiß das eigentlich zu schätzen, was die EU da erreicht hat, oder Flugtarife sind wirklich entscheidend gesenkt worden, weil die EU einfach da eingegriffen hat, auch als Wettbewerbswächter. Also da hat sie wirklich sehr viel positiv verändert. Und das kommt in der Berichterstattung manchmal zu kurz, weil natürlich Medien sich mehr auf die Krisenthemen fokussieren. Wir brauchen auch mehr europäische Öffentlichkeit. Mhm. Ja. Wir brauchen Medien, die europaweit berichten.
Ich weiß, dass es mit den Sprachen schwieriger ist. Ja, wir haben nicht nur eine Sprache. Ja, also die Franzosen und Spanier wollen alle, dass zumindest eine romanische Sprache wichtig ist oder halt Französisch. Sonst ist Englisch halt so die Lingua Franca, aber die verstehen auch nicht alle. Aber da kann man sich was einfallen lassen. Mhm. Ja, wie Arte macht das schon über Jahre, Deutsch und Französisch, dass man Sendungen auch dolmetscht. Ja, ich bin selber ursprünglich Dolmetscherin, also das geht. Ja, man kann auch dolmetschen lassen. Also da braucht es viel mehr an europäischer Öffentlichkeit, auch in Österreich, an Medien, auch Fernsehen, die viel mehr auch von hier berichten. Ja, herkommen, Korrespondenten. Nicht alle österreichischen Medien haben Korrespondenten hier. Ja. Dass die berichten dann nur die Kurzfassung von dem, was in der APA gestanden ist, was der Presseagentur gestanden ist. Ja. Und ich finde dieses Erleben davon, was hier passiert und dieses wirklich, finde ich, sehr hohe demokratische Niveau an Sachen ausverhandeln, ja, das macht es spannend. Mhm. Die nächste Besonderheit der EU ist, dass man nicht so genau sagen kann, was die EU überhaupt ist. Wir denken nämlich meistens auch aus einer historischen Perspektive vom souveränen Staat aus. Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, das sind historisch gewachsene souveräne Staaten. Diese Staaten können auch unterteilt sein in Länder, wie etwa in Österreich die Bundesländer, Steiermark, Kärnten, Niederösterreich und so weiter. 9 Bundesländer gibt es in Österreich. Diese Bundesländer sind keine selbstständigen Staaten, sondern sie sind ein Teil von Österreich. Aber sie haben auch eigene Parlamente, die Landtage und Landesregierungen. Auf lokaler Ebene gibt es die Gemeinden, in denen die Bürgerinnen und Bürger auf unterster Ebene ihre eigenen Angelegenheiten unmittelbar selbst verwalten dürfen. Und da gibt es direkt gewählte Gemeinderäte als quasi parlamentarisches Gremium und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an der Spitze. Die EU passt nun nicht ganz in dieses Denkschema. Wenn die Staaten selbstständig und souverän sind, dann kann es ja eigentlich darüber nichts mehr geben. Staaten können sich schon zusammenschließen und auf Basis des Völkerrechts untereinander Verträge schließen und sich auf gewisse gemeinsame Dinge verständigen und sich dabei auch verpflichten. Aber wenn ein Staat souverän bleiben will, heißt das im Wesentlichen, dass solche Verträge freiwillig erfolgen müssen, dass die Verpflichtungen nur einzelne und beschränkte sein dürfen, damit die Staaten eben souverän bleiben und nicht zu sehr eingeschränkt werden. Und diese Verträge gelten auch immer nur zwischen den Staaten und wirken nicht direkt auf die Bürgerinnen und Bürger durch. Das heißt, die Staaten müssen in ihren Parlamenten solche Verpflichtungen auch durch eigene nationale Gesetze umsetzen. Und auch die Änderung von Verträgen zwischen Staaten erfolgt auf der Basis des Völkerrechts in der Regel einstimmig. Also auf freiwilliger Basis. Jeder muss hier zustimmen. Und ein Staat kann auf Basis des Völkerrechts in der Regel auch von solchen Vereinigungen oder Verträgen wieder ausscheiden. Bei der EU geht es nun weit über das hinaus. Rechtlich basiert die EU zwar durchaus auf völkerrechtlichen Vereinbarungen, also den sogenannten Verträgen, mit denen die europäische Integration begonnen und im Laufe der Zeit auch fortentwickelt wurde. In diesen Verträgen wurden dann aber Institutionen geschaffen, die staatlichen Institutionen ähneln. Und diesen Institutionen wurden Rechte eingeräumt, die normalerweise zwischenstaatlichen völkerrechtlichen Institutionen nicht zukommen. Wie etwa, dass die Institutionen, die der EU Rechtsquellen schaffen können, insbesondere Verordnungen, die direkt in den Mitgliedstaaten gelten und ohne dass hier nationale Gesetze erlassen werden müssen oder sogar dürften, auf die Bürgerinnen und Bürger greifen. Oder dass innerhalb der EU-Institutionen in vielen Fällen auch Mehrheitsentscheidungen getroffen werden können, bei denen gegen den Willen einzelner Staaten Dinge beschlossen werden können. Und ein besonderes Merkmal ist auch der sogenannte Anwendungsvorrang des Unionsrechts. Das bedeutet, dass nationales Recht, also etwa österreichische Gesetze, aber auch nationale Verfassungen, nicht angewendet werden dürfen, wenn sie Unionsrecht widersprechen. Das heißt also, das Unionsrecht geht vor. Die EU geht damit weit über normale völkerrechtliche Vereinigungen nationaler Staaten hinaus. Man spricht daher auch vom supranationalen Charakter der EU. Die Idee war dahinter, dass die Staaten Europas, zwischen denen jahrhundertelang grausame Kriege geführt wurden, so stark miteinander verwoben werden sollen, dass Kriege undenkbar werden.
Der Nationalstaat als der ellenbogenartige Fürsprecher von Einzelinteressen soll damit durch die gesamteuropäisch gesinnte supranationale Union gezähmt werden. Und im Zuge des Voranschreitens dieser Integration wurde deshalb auch immer die Frage gestellt, ob die EU nicht mittlerweile schon ein Staat ist. Also ein Bundesstaat, bei dem etwa die nationalen Mitgliedstaaten wie Österreich nur mehr wie Bundesländer agieren. So weit ist die nationale Souveränität wohl sicherlich noch nicht beseitigt. Aber als einen Staatenverbund, wie es etwa das deutsche Bundesverfassungsgericht formuliert hat, kann man die Europäische Union heute wohl sicherlich schon bezeichnen. In einem Nationalstaat gibt es typischerweise Institutionen der drei klassischen Gewalten. Die Legislative, die Gesetzgebung, die Exekutive, die Verwaltung und die Judikative, die Gerichtsbarkeit. Also in Österreich etwa auf Bundesebene, Nationalrat und Bundesrat, das Parlament, die Gesetzgebung, der Bundespräsident und die Bundesregierung als die Spitze der Verwaltung und die drei Höchstgerichte als die Spitzen der Gerichtsbarkeit, der Verfassungsgerichtshof, der Verwaltungsgerichtshof und der oberste Gerichtshof. Auf europäischer Ebene sind die Institutionen ähnlich, aber in manchen sind sie doch deutlich unterschiedlich. So gibt es zwar das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und den Europäischen Gerichtshof. Daneben gibt es aber noch den Rat bzw. den Europäischen Rat, in denen die Mitgliedstaaten mit je einem Vertreter repräsentiert sind und in denen die Mitwirkung der Mitgliedstaaten an der europäischen Politik primär verankert ist. Und die Gesetzgebung auf europäischer Ebene wird daher nicht nur vom Parlament gemacht, sondern vom Europäischen Parlament und dem Rat gemeinsam. Die Verwaltung, aber etwa auch das Initiativmonopol für europäisches Recht liegt bei der Kommission. Und der Europäische Gerichtshof übt die Gerichtsbarkeit aus. Aber der Europäische Gerichtshof war auch immer sehr selbstbewusst und integrationsfreundlich. Und mehr als österreichische Höchstgerichte hat er durch Richterrecht auch eine gewisse gesetzgeberische Funktion ausgeübt. Naja, die Kommission ist die Treiberin der europäischen Integration und hat als einzige das Initiativrecht, schlägt uns quasi Initiativen vor und das Europäische Parlament debattiert es dann und kommt dann eben mit einer Reaktion auf diese Initiative zurück zur Kommission. Es ist anders als auf nationaler Ebene, wo sich die Sache etwas anders verhält, wo ein Parlament von sich aus tätig werden kann. Das ist der größte Unterschied. Naja, der Sitz des Europaparlamentes ist in Wirklichkeit in Straßburg. Wir haben nur hier auch ein Gebäude und haben eben aufgrund der physischen Nähe zur Kommission und zum Rat, deren Sitz eben in Brüssel ist, auch hier unsere Sitzungen. Und wir haben auch immer wieder Mini-Plenarsitzungen hier in Brüssel, so wie morgen zum Beispiel, ganz konkret. Aber tatsächlich die Plenararbeit und die Arbeit des Europäischen Parlaments ist eben vertraglich deklariert in Straßburg. Das ist für uns schwierig, weil das bedeutet, dass wir eine Woche im Monat jedes Mal nach Straßburg reisen und wir sind auch bestrebt, das zu ändern, aber dafür gibt es halt ein Einstimmigkeitsprinzip und da schaut es im Moment nicht gut aus. Naja, das Europäische Parlament ist von seinen Initiativrechten und vom demokratiepolitischen vom Ausgangspunkt nicht auf der gleichen Ebene wie nationales, also da haben wir schon noch etwas aufzuholen, aber natürlich sind die Kompetenzen gestiegen, weil schlicht und ergreifend auch die Bürgerinnen und Bürger das auch so haben wollen. So wie Sie sagen, wenn Sie sich die Verträge und die Evolution der europäischen Verträge anschauen, dann ist das Europäische Parlament heute in einer anderen Situation als noch vor 10, 15, 20 Jahren. Und jetzt natürlich mit dem System der Spitzenkandidaten, das wir auch wirklich umgesetzt haben, hat es noch einmal eine neue Qualität gewonnen. Die Arbeit als Europaabgeordnete unterscheidet sich sehr wesentlich von der Arbeit als Nationalratsabgeordnete. Und zwar insofern, als man als gute Abgeordnete gilt, wenn man fähig ist, bereit, Kompromisse zu finden. Und zwar Kompromisse, die natürlich fraktionsübergreifend sind, weil man sonst nie zu einer Mehrheit kommt. Das bedeutet zum einen, dass man nie zu 100% mit dem eigenen Standpunkt durchkommt, zum anderen aber, dass man immer, wenn man es dann schafft, einen tragfähigen Konsens zu finden, dieser auch tatsächlich auf soliden Beinen ist. Ja? Das ist politisch
ein sehr interessanter Konstrukt, weil letztlich muss man erkennen, dass man nie zu 100% selber recht hat. Es ist einmal nur vorausschickend. Das ist ganz anders als im nationalen Parlament, wo das Parlament oft als verlängerte Werkbank der Regierung betrachtet wird. Ja. Das ist nicht nur in Österreich so, aber in Österreich halt sehr ausgeprägt. Jetzt kommt dazu noch, dass natürlich im Europaparlament wir oft, ich bin ja kein Einzelfall, ich eine einzige Abgeordnete meiner Partei bin. Das bedeutet, es gibt viele so One-Woman, One-Man-Shows. Ja. Und um tatsächlich kooperativ arbeiten zu können, erleichtert es natürlich, wenn man in einem größeren Rahmen sich bewegt. Das ist bei mir halt die liberale Fraktion ALDE, die Allianz der Liberalen und Demokraten. Und innerhalb dieser Fraktion, wir sind 70, finden wir halt einen großen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Wenn ich jetzt einen Report habe, dann stelle ich den vor, also ich bin Berichterstatter oder Schattenberichterstatterin und stelle diesen dann eben in einer Working Group Meeting oder in einem Group Meeting der Fraktion vor und wir debattieren dann, welche Positionen wir wie mittragen können und welche Positionen vielleicht vom Einzelnen nicht mitgetragen werden. Politik ist Diskussion und Auseinandersetzung. Das ist irrsinnig zeitraubend, das ist irrsinnig anstrengend, aber nur so können wir tatsächlich eine Demokratie leben. Und das ist hier ganz stark ausgeprägt. Und natürlich abschließend muss man das fraktionsübergreifend auch schaffen. Man wird nicht mit allen Fraktionen immer eine Übereinstimmung finden, aber zumindest so, dass es ein tragfähiger Konsens ist, der auf eine entsprechende Mehrheit kommt.